Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Wrestling League eSports. Heute leider mal nicht aus der Kommentatorenkabine, sondern wie ihr alle hoffentlich aus dem Wohnzimmer zu Hause. Wir bleiben zu Hause, ja, das ist ja leider momentan das Stichwort, was ich aber auf der einen Seite sehr, sehr gut finde. Zumal wir natürlich der gefährdeten Gruppe da in dem Zusammenhang Unterstützung schenken und natürlich auch irgendwo damit beschützen. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass alle möglichst gesund aus dieser Krise wieder rauskommen und dass sich das alles hoffentlich auch bald wieder lockert. Das ist natürlich ganz wichtig, denn ja, dieses Jahr, beziehungsweise jetzt auch besonders dieser Monat, war, denke ich, für uns alle, wie gesagt, nicht leicht. Wir hätten ja zum Beispiel am Wochenende hier unser Kart-Event gehabt und ja, das ist natürlich aufgrund der aktuellen Situation abgeblasen, aber es wird natürlich, sobald sich die Lage entspannt, wieder wiederholt werden. Und ja, auch auf euch hoffe ich dann natürlich, dass wir da alle gesund bleiben und dass wir uns alle natürlich auf der Strecke hier wirklich wieder reinste Unterhaltung schenken können. Ja, zur Liga, es wird euch in diesem Jahr auf jeden Fall eine ganze Menge erwarten mit der neu gegründeten Pro Series, aber auch den gesamten anderen Ligen, die alle gestreamt werden, die alle wirklich heiß sind auf fantastische Rennen. Allen die möchte ich auf jeden Fall danken, denn es macht immer wieder Spaß, euch auf der Strecke zu sehen. Und ich hoffe, ihr verfolgt uns dann natürlich auch. Lasst auf jeden Fall das Abo mal da und schaut euch die Rennen in der vergangenen Zeit mal an. Das war auf jeden Fall immer wieder feinste Unterhaltung. Hi Leute, ich bin Jan. Der eine oder andere hat mich bestimmt schon mal gesehen. Und zwar bin ich der Kommentator der F1 Pro Series. Normalerweise sieht man mich im Studio. In Berlin ist das Ganze. Aber und da ich jetzt gerade in Braunschweig bin, wo ich jetzt zurzeit wohne, komme ich nicht mehr ins Studio rein. Das heißt, wir haben auch schon letzte Woche, beziehungsweise auch die letzten Wochen, die letzten beiden Male schon hier aus Braunschweig das Ganze produzieren müssen. Leider. Ein bisschen Technik habe ich mir mitgenommen, um hier auch arbeiten zu können. Die gleiche Qualität wie im Studio in Berlin können wir leider nicht erreichen. Aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Und ja, also wie gesagt, ich habe mir ein bisschen was zum Arbeiten mitgenommen. So verbringe ich gerade die Zeit. Und ja, erzähl doch mal, wie macht ihr das? So, dann stelle ich mich jetzt auch mal vor. Ich bin Jendri, ich bin 17 Jahre alt, fahre in der LE aktuell in der GT Sport Liga 2 für Team Felddienst im Porsche 911. Aktuell als WM-Führender. Gehe mittlerweile den ganzen Tag, also mit dem Hund gehen, lernen, relativ oft Fahrrad fahren. Was mich so aktuell so antreibt, eben mein Abschluss. Ich mache aktuell jetzt in der 10. Klasse meinen Abschluss. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich bin der Mike, der Co-Kommentator oder die Regie von der Pro Series, von der Liga 1, Formel 1, Racing League, eSports. Ich melde mich jetzt auch nochmal hier aus meinem Studio. Könnt ihr auch mal sehen, unter welchen Bedingungen ich hier arbeite. Aktuell heute. Heute ist Ferienbeginn, heute ist Freitag, der 3. April. Aktuell ist nicht so schönes Wetter, das heißt, ich verbringe die meiste Zeit hier drin. Ja, Ferienbeginn, habe ich gerade schon angesprochen. Ich bin noch Schüler tatsächlich, ich mache dieses Jahr mein Abitur. Also ein schlimmeres Jahr hätte es bei mir echt nicht treffen können. Es ist mega nervig. Wir hatten die letzten 2 Wochen, hatten wir Schule per Videokonferenz. Und das ist mega, mega nervig gewesen. Also ich habe da jeden Tag früh aufstehen müssen und die ganze Zeit vom PC hocken. Aber ja, das habe ich bisher die ganze Zeit gut durchgezogen und man sieht es da schon im Hintergrund. Ich habe auch wieder ein bisschen Musik angefangen. Ich komme nicht richtig dran. Hilfe! Ansonsten natürlich ganz klar, ich bin YouTuber. Ich habe dann mega viel natürlich investiert. Ich habe Sachen geplant. Ich habe Sachen aufgenommen, natürlich Videos für euch gemacht. Und ja, das ist so mein Alltag gewesen. Videokonferenz von der Schule, YouTube und mittlerweile auch wieder ein bisschen Musik. Und jetzt gehen wir in die Ferien rein und jetzt gehen wir auf Ostern zu und wir haben natürlich das Problem, dass wir immer noch nicht rausgehen können, immer noch Ausgangsbeschränkungen da sind. Das ist eine beschissene Lage, was soll man dazu sagen? Ich freue mich wirklich schon wieder auf diesen Moment, wenn ich endlich raus kann, denn hier ist man dann doch in diesem Zimmerchen relativ einsam und alleine, aber gut,
ich habe natürlich ganz, ganz viele Kumpels, mit denen ich mich trotzdem dann eben online treffen kann und mir wird nie langweilig und man sollte einfach das Beste draus machen, auch wenn ich mich natürlich wieder auf einen Stadionbesuch bei Greuther Fürth oder was auch immer, ne, Fahrradtour, okay, das kann man jetzt auch machen, das werde ich ja wie gesagt auch machen, aber etliches draus wieder machen kann, sich mit Freunden treffen und Videos zusammen aufnehmen, also das wird wieder wunderbar und da freue ich mich einfach drauf und ja. Servus Jungs, ich bin's, der LEGT Maurer 97, melde mich hier aus meinem Auto, die einzigste Chance, wo man noch hat, um rauszukommen, leider Gottes, und ja, ich hoffe, euch geht's allen gut, ihr seid gesund. Ist zwar jetzt schade, dass die Rennzeit jetzt unterbrochen ist im Moment, aber ihr seht ja, auch die Profis akzeptieren das. Waren dann halt E-Sports, bei denen funktioniert es, weil es über den Computer geht wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber wie ihr ja wisst, das ganze PSN ist zurzeit einfach grottenschlecht. Genauso das Internet wurde gedrosselt, also müssen wir es leider akzeptieren, dass wir zurzeit die Rennen nicht austragen können. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ihr wisst, wie es ist. Jeder weiß Bescheid. Es werden jeden Tag mehr, aber es werden auch Leute geheilt. Das wird leider nicht so publik gemacht, was ich eigentlich schade finde. Was macht man so in der Quarantäne? Arbeiten gehen. Ich bin leider in einem Beruf, wo man arbeiten gehen muss und kann nicht zu Hause bleiben und Homeoffice machen. Ich habe zwar 2 Tage Homeoffice gemacht, ja, aber da fehlt dann immer das ein oder andere Ding. Ansonsten, bei so einem schönen Wetter, guckt mal raus hier. Es ist jetzt bei uns hier. Ist heute wunderbares Wetter, da wird man normal lieber gern ans See gehen, grillen oder sonst irgendwas mit Freunden, Familie etc. Aber wie gesagt, bleibt zu Hause, haltet euch dran und in 1-2 Wochen werden wir bestimmt wieder auf der Rennstrecke Gas geben können. Ich freue mich schon drauf. Ich wünsche allen anderen Fahrern auch noch Gesundheit, Glück in der Familie auch, dass ihr alle gesund bleibt, dass keiner Corona kriegt oder sonst irgendwas. Und haltet die Ohren steif, ich freue mich, wenn es wieder weitergeht. Und ja, wir sehen uns dann wieder auf der Strecke. Bis dahin, haut rein, Jungs. Ich bin hier gerade neben unserem Haus unter so einer kleinen Bedachung, weil draußen einfach viel zu viele Menschen sind. Jetzt mache ich ein Video einfach mal von hier. Ja, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Hildesheim in der Nähe der Großstadt Hannover. Ich fahre sehr gern Kart und bin auch selber immer bei den Formel 1 Rennen unterwegs in ganz Europa. Und freue mich natürlich jetzt in der Pro Series, wo ich fahre, auf die Saison mit vielen spannenden Zweikämpfen und dass natürlich immer jeder sauber über die Runden kommt. Ich fahre aktuell bei Mercedes, wie ihr sehr schwer erkennen könnt. Und ja, ich freue mich einfach auf die Saison, dass alles glatt läuft und wir sehen uns dann bis bald. Ja, wie ihr seht, nicht aus dem, wie soll ich sagen, nicht vom PC, nicht von der PS4, auch nicht von der Xbox, obwohl ich einmal eine hatte. Herzlich willkommen, wie soll ich sagen, aus dem Vlog, ja, aus der Quarantäne, beziehungsweise Hausarrest in Österreich, hier bei uns in Österreich, aus der Steiermark. Ja, ihr habt das von mir gesehen, ich stehe so um 8 Uhr auf, gehe mich dann frisch machen, geduschen, hole die Wäsche raus, hänge sie gleich auf, tue die neue rein, schalte ein, geduscht, die Zähne putzen, dann gehe ich erstmal Essen machen, Kaffee herrichten, Essen, so wie jetzt, was ich hergerichtet habe, ganz einfach. Spiegelei mit Salz, Pfeffer, einfach ganz normal als Frühstück, halt mit einem Kaffee mit Zucker, Milch und Zucker. Noch spazieren und halt Sport machen und halt meinem Bruder was holen. Jetzt ist halt das 15 Uhr, Zeitplan ist jetzt eher bei mir am Arsch, aber sagen wir es jetzt nett ausgedrückt. Aber was ich jetzt da machen werde, ist jetzt das allererstes Mal, werde ich mich jetzt auf die PS4 hinsetzen und werde mal Formel 2 üben, also da um 15 Uhr, 17 Uhr, sorry, um 5 Uhr am Abend ist eher meine Zeit, wo ich anfange zu, nicht streamen, sondern eher für Formel 1 trainiere, also was ihr im Hintergrund hier seht. Wenn ich jetzt schon für Formel 1, während das Intro läuft. So, damit auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin der JP, online heiße ich Barack Afghaner und ich fahre in der F1 Liga 1. Ja, jetzt im Moment, ich hoffe ihr bleibt alle zu Hause, wenn möglich, und seid natürlich auch gesund. Ich für meinen Teil muss leider immer noch arbeiten, was heißt leider? Gibt auch Betriebe, die wären froh, wenn sie Arbeit hätten. Ich möchte gar nicht so viel darauf eingehen, auf das aktuelle Thema, weil ich denke, ihr hört jeden Tag genug davon. Ich könnte lieber sagen, was ich mache. Ich liebe Fußball, ich liebe Racing. Über alles, aber was ich noch mehr liebe, ist Fußball. Yeah. Ja, für mich ist es natürlich nicht so optimal.
oder ich nicht einfach jetzt nach draußen gehen kann mit meinen Kollegen und kicken, was weiß ich. Wir haben es jetzt so wie die Profis gemacht, meine Mannschaft. Wir machen jetzt mittlerweile immer zweimal in der Woche eine Skype-Konferenz. Und da machen wir halt ein bisschen Schnickschnack, was wir zu Hause haben. Haben natürlich auch nicht alle Trainingsgeräte. Aber es ist möglich, irgendwas zu machen und sich die Zeit zu vertreiben. Natürlich ist es schade, vor allem jetzt, wo das super geile Wetter draußen ist. Aber die Zeit wird auch rumgehen. Und vor allem für die älteren Leute und für die jüngeren ist es besser, wenn alle zu Hause bleiben. Auch wenn Leute in meinem Alter jetzt nicht wirklich gefährdet sind. Ja, wichtigste ist eigentlich, dass sich niemand unterkriegen lässt von der aktuellen Situation. Und irgendwann wird das auch früher rübergehen, früher oder später. Und nicht so viel Klopapier kaufen, Leute. Du hast wirklich so viele Sachen, die man machen kann zu Hause, wo du wirklich im normalen Alltag gar keine Zeit für hast. Also es ist nicht alles negativ an der Situation. So, ich will euch auch gar nicht weiter nerven. Ich hoffe, der Kanal gefällt euch. Dann könnt ihr gerne liken und abonnieren. Und ansonsten sehen wir euch im Livestream oder auf der Strecke. So, Fahrrad out. Ja, viel mehr bleibt eigentlich wirklich nicht zu sagen. Jungs, bleibt alle gesund, bleibt zu Hause, unterstützt jetzt wirklich den Kranken und versucht dieses Virus einfach zu unterbinden, indem ihr es nicht verbreitet und euch natürlich nicht anfangt. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Rennen. Jetzt demnächst ja auch geht es hoffentlich bald wieder bergauf. Die Server waren jetzt auch nicht so stabil, was uns das alles natürlich ein bisschen erschwert hat. Aber Jungs, bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute und ich freue mich auf die nächste Zeit. Ich freue mich auf euch. Bis bald.